Der Kusu, es ist, da ist er wieder. Und zwar, ich muss den Clan wieder verlassen. Nicht, weil ich so schlecht war. Ja, würden andere natürlich auch wieder sagen, der Kusu ist so schlecht. Mein Schatz. So, nein, sondern weil ich hier mal wieder euch epische Videos anzeigen will hier. Nicht von Frauen mit dicken Brüsten, sondern von unseren fetten Spielern. Und dann gucken wir mal, was wir hier am Start haben. Oh, da wurde wenig geschrien. Ja, das ist doch geil. Das ist doch geil. So. Sauerkraut, ja, genau. So, dunkles Elixier von Martin. So, dunkles Elixier sehe ich natürlich hier. Das heißt, wenn, dann wurde geblitzt. Ich würde sagen, genau, es wurde. Ja, genau. War jetzt nicht schwer zu erkennen, aber ganz ehrlich, er hat es eben auch doof hingestellt. Wenn ich alle drei Sachen da schön zueinander stelle, ja, dann muss ich damit rechnen, ganz ehrlich, dann muss ich damit rechnen. Aber das war jetzt auch vom Dunklen, war nicht episch. Ist einfach, war normal halt. So. Geiler Loot. Gucken wir mal, was hier geht. Ja, doch, 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 doch. Das ist durchaus empfehlenswert. Sowas darf man sich angucken. Und was gibt's da noch zu sagen zu? Da gibt's einfach nur zu sagen, die 50% hochmachen. Und dann total Banane, einfach nur rein, da einfach rein, bam, bam, bam. Unten seht ihr noch den einen, richtig? Habt ihr ihn gesehen, den Sammler? So eine Geschichten halt. Dass man den nicht vergisst, dass man sagt, gut, okay, komm, hier nochmal genau hingucken. Wo habe ich alles? Oder beziehungsweise hat er vielleicht noch irgendwo was? Und sobald ich sehe, guckt mal, ihr seht es ja jetzt selber, die gehen ganz weit auseinander. Also Gold ist fast nichts mehr zu holen und 55.000 haben wir noch an Elixier. Dann weiß man, okay, da ist irgendwo noch ein Sammler, den ich vergessen habe. Aber ich glaube, das könnte hier eh so eine 100er-Runde werden, von daher ist das total Banane. Also ich würde mal sagen, das wird eine 100er. Wenn der Magier. Ah, schade, von der anderen Seite nochmal mit dem Magierturm ein bisschen geärgert war und dann wäre das cool gewesen. Aber ich denke, das wird noch eine 100er-Runde. Den kriegst du noch kaputt. Wenn die Bogis sich jetzt alle clever anstellen, kriegst du ihn kaputt. Und dann war's das. Ja, komm, komm, ärger ihn, mach ihn kaputt. Ja, richtig geiles Ding. Geiles Ding, so wollen wir sowas sehen, ganz klar. Und das klappt auch noch, keine Sorge, das klappt. Und kaputt. Sehr geiles Ding und 32 Pokis. Also wie gesagt, da gucke ich ja jetzt wieder ein bisschen drauf. Wie gesagt, mein Hauptziel ist natürlich ganz einfach. Oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Ach, egal. Mein Hauptziel ist natürlich jetzt wirklich Meister. Und dann werden wir mal sehen, was da so abgeht. Teemo. Teemo hat angegriffen und Alter, du hast einen Barbaren-King auf 20. Muss ich gleich mal nachgucken, was du grundsätzlich levelmäßig hast. Der hat's aber auch ein bisschen komisch hingestellt, muss ich ehrlich mal sagen. Der Aufbau grundsätzlich ist total für den Hintern. Also, ich meine, klar, dass er sagt, gut, okay, komm, ich schenke dem anderen alles. Hauptsache, er lässt mich in Ruhe, ist ja eine Sache, ist ja kein Thema. Wenn er jetzt sagt, ich gehe auf Pokis. Aber die Burg ist jetzt auch nicht so unbedingt so aufgebaut, dass man sagen würde, oh, man kriegt das Rathaus nicht platt. Das ist so meine Meinung. Aber gut. Aber cool mal mit den schönen Drachen, ne? Nice Aktion, würde ich sagen.
geht das schön rüber. Aussortiert nennt sich sowas. Aussortiert. Zack. Alles, was nicht gefällt, wird weggefackelt. Und denen gefällt nie etwas, glaubt es mir, den Drachen gefällt nie etwas. Ich mache mal wieder mein Lichtchen an hier. Well, Alter, das flasht voll. Aber okay, für euch tue ich das. So, ich würde mal sagen, wer hat gewonnen? Jetzt gehen sie dahin. Ja. Zack. Und bumm. Kaputt. Cool. Jetzt würde ich aber trotzdem gerne nochmal gucken, welches Level du bist. Taimo. Besuchen. Gucken wir uns mal deine Base kurz an dazu. 111. Level 20. Und was hast du, Queen? Auch schon 16. Nette Aktion Deluxe. Ja, Level 111 ist schon eine geile Aktion. Ich mache auch gleich nochmal einen Angriff, aber das ist eine andere. Nee, Clan. So. Costa. Ja, okay. Ist aber grundsätzlich in dem Bereich eher, wie soll ich sagen? Also, klar ist es in Ordnung, wenn du die Schweine genommen hast, logisch, gar kein Ding. Aber theoretisch hätte man das natürlich genauso mit anderen machen können, weil du hast die Schweine innen drinnen gesetzt, in einem Bereich, wo man hätte ja theoretisch auch Riesen oder sowas droppen können. Es ging ja jetzt nicht um die Sprungkraft der Schweine. Die sind ja dann mehr oder weniger wieder nach außen gesprungen. Aber ansonsten ist das schon eine coole Sache. Ja, das war's, wa? Jetzt noch die Luftabwehr. Und dann ist Chico. König platt gemacht, mal kurz. Geile Aktion. Und dann noch ein paar Bo genau, noch ein paar Bogies rum. Ich kann ja nicht sitzen hier. Aber heute mache ich auch nicht so lange. Also ich habe mir schon wieder ein bisschen vorproduziert, ganz klar. Und heute wird es nicht so lange. Geile Sache. 32 Schweinchen. Ich schaue es mir nicht nur an, ich mache sogar ein Video drüber. Bäm, Junge, das geht voll ins Gesicht. Alter, zieht euch das rein. Zieht euch das bitte rein. Das ist. Da musste gleich erstmal eine Bildschirmkopie gemacht werden. Ja, das ist mal mega. Das ist mal mega. Das wird gleich am Ende nochmal. Das mache ich am Ende nochmal. Boah, krass. Also, wenn du die nach Hause holst, dann ist es eine mega geile Aktion. Zumal. Der Inferno ist aus, der ist zwar noch an, aber der X-Bogen ist auch schon aus, der ist schon aus. Dann gehe ich davon aus, der wird auch nicht mehr so viel drin haben. Ich kenne nur deine Truppen nicht, aber selbst das ist jetzt schon geil. Aber, also wenn du den nach Hause bringst, das wäre so mein fettester, den ich bis jetzt gesehen habe. Muss ich ganz ehrlich einfach mal so sagen. Das wäre der fetteste bis jetzt. Und der hat es auf jeden Fall verdient, ganz klar. Und auch vollkommen richtig gemacht, dass du dir sagst, ey, komm, scheiß doch auf das Rathaus erstmal. Vollkommen Banane. In deinem Fall vollkommen richtig. Sehe ich ganz genauso. Sehe ich ganz genauso. Na, der hat auch schon gute Teslas auf jeden Fall. Aber du hast, guck mal, du hast die Queen drinne schon und da hast du gewonnen. Die nimmt dir jetzt alles auseinander. Die ist da so. Ah, okay, jetzt der Inferno-Turm, aber ja, du hattest sogar noch den Rage, geil. Dann. Guck mal, jetzt macht die Queen erst was vom Gegner. Naja, toll, der.
Ja, komm, ganz ehrlich, hey, hier, da wird nochmal Bildschirmkopie gemacht. Ich hoffe, das klappt. Mega geiles Ding, mega geiles Ding, auf jeden Fall. Auf jeden Fall uns das ganze Dunkle nach Hause gebracht. Einwandfrei. Einwandfrei. Und das ist natürlich mega. Und das wäre so fail gewesen, dass, wenn der jetzt übergespammt worden wäre. So ärgerlich. Da skippen wir mal schnell drüber. Sechsundzwanzig Pokis dazu bekommen und mein Ohr juckt. Das Ohr des Gusors juckte und er kratzte sich. What the fuck, Base? Alter, geil, sehr geil. Ah, was hat er gemacht? I don't know, Alter. I don't know. Krass. Krass, waren sogar noch Bomben da. Okay, hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, der ist schon. Aber stimmt schon, für inaktiv. Da wären die Sammler und Dings ein bisschen sehr krass leer gewesen. 70%. Aber da bin ich dann auch immer drauf und dran. Wenn man wirklich mal so eine Base. Wenn man wirklich mal so eine Base hat, sag ich mal, dann will man auch, wenn da kein nicht wirklich viel Raid zu holen ist, dann will man trotzdem sagen, ich will dich angreifen, weil du bist so schlecht. So ein schlechter Angriff. Das heißt, es ist, würde ich mal sagen, ist eine Verteidigung, ganz genau. Die ist aber zu 50% ausgegangen. Somit würde ich sagen. Gucken wir mal. Dazu muss ich sagen, da muss ich den Angreifer ein bisschen in Schutz nehmen. War halt ein Single-Unit-Angriff. Die sind klar, wenn du dann natürlich noch mehr, noch bessere Sachen hast, klar ist es was anderes. Aber so grundsätzlich, Single-Unit halt. So ist das halt. Aber klar, ich meine, gekriegt hat er natürlich gar nichts. Investiert hat er, obwohl die Luckys natürlich jetzt nicht mega teuer sind, hat er trotzdem eine Menge investiert. Das muss man schon sagen, das ist klar. Aber wie gesagt, so Single-Unit-mäßig, das ist halt. Ich habe es bei meinen Valkyren gesehen, die 24 Stück. Die habe ich auch einfach rausgeblasen, weil es halt geil aussieht oder so. Aber richtig viel machen kannst du mit den Dingern in dem Fall, wenn du sie nur hast, auch nicht. Das ist klar. Aber so ist das halt. Aber da wurden noch die 2 Sterne geholt, immerhin. Sorry. Der reicht nicht. Der reicht nicht. Wie gesagt, wenn ihr sowas habt, wenn ihr jetzt in Anführungsstrichen relativ raid-technisch zum Beispiel relativ schlechte Sachen habt, aber eben andere Truppen waren, gar kein Thema, dann reden wir nicht drüber. Wenn ihr, was weiß ich, ihr habt nur mit Schweinen angegriffen, nur mit Drachen oder, dann schreibt es bitte rein. Aber wie gesagt, die Raids selber, die müssen schon wirklich sich von der Masse abheben. Sonst, wie gesagt, sonst braucht man das Video auch nicht gucken, dann finden es die anderen halt auch langweilig, ganz klar. Da sind wieder meine Teslas. Ja, ich stehe da drauf. Weil die halt so überraschend kommen und dann. Wumm. Na, gucken wir mal, was hier noch geht. Oh, da hat er einen fetten Drache in der Clanburg gehabt. Da war ein fetter Drache. Und jetzt würde ich sagen, ist das schon im Bereich, wo man das Dunkle. Na, jetzt wird es langsam interessant. Jetzt, ja, klar, zack, fertig. Einmal durch und dann war das Dunkle weg. Ja. Und dann sagt man sich natürlich, hey, komm, alles andere ist jetzt total Banane. Ich habe über 2K Gold, Dunkles.
Anderthalb dunkles, auch nicht schlecht. Auf jeden Fall. Oh, ich bin. Ah, heute war wieder zu viel mit dem Arbeiten. Also, da ist man ein bisschen geplättet. Da haben wir einen Päcker. Glück gehabt, sag ich mal, dass da jetzt Tesla-mäßig nichts war. Dann kann man sowas auch bringen, ganz klar. Sobald wieder Tesla ist, da sieht der Päcker so alt aus. Aber der kümmert sich schön ums Dunkle. Dafür, wo er da ist. Also, wofür er gebaut wurde. Schön dunkles Raiden. Krass, denkt man aber nicht, dass das nur 14% waren, finde ich. Ich meine, klar, hier hat man noch eine Menge, aber ich hätte schon gedacht, dass es ein bisschen mehr geworden wäre. Aber straight durchgezogen, in den Mittelpunkt rein, das Dunkle geholt, fertig. RP Glut von Bergi. Bergi. Oh ja, oh ja, oh ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da gehen die Zahlen schon runter, aber wie gesagt, bei solchen Zahlen muss man halt wissen, das ist natürlich nicht alles dann im Minus am Land drin. Da geht noch mehr. Er hat Rathaus 8. Ja, guck mal, da haben wir nicht mal die Hälfte in Sammler und Minen drin. Oben haben wir noch einen Sammler, genau. Ja, genau. Und somit kommen wir wieder. Doch, na, kommen wir auf die Hälfte. Auf die Hälfte kommen wir. Genau auf die Hälfte. Habe ich gesagt, dass wir auf die Hälfte kommen? Auf die Hälfte. Ah, den habe ich noch gar nicht gesehen, den Sammler da oben. Richtig gut. Immer nochmal nachgucken. Oh, habe ich was vergessen? Komme ich so hin? Komme ich so hin? Wie auch immer. Genau, und jetzt von oben ins Elixierlager rein. Ach so, ja, kommt natürlich später, aber effektiv, heute ist bei mir der 29.07. Ich kann das ja einfach mal sagen. Ich habe in Hamburg ja logischerweise gearbeitet und ich habe den Bus von Shopping Queen gesehen. Also nicht nur den Bus, sondern die sind dann eben da auch raus und haben da geshoppt. Und das Bild habe ich meiner Frau geschickt und sie. Und sie war ganz neidisch, dass ich natürlich den Shopping Queen Bus gesehen habe. Ich hätte mich mal reinsetzen müssen und sagen müssen, na, wo sitze ich drinne? Meine Frau hätte es garantiert rausgefunden. So, jetzt würde ich gerne noch einen Angriff von mir reinblasen, aber erstmal gehen eure Angriffe vor, weil meiner ist jetzt, weiß ich ja nicht, ob es was Fettes wird oder nicht. Und da gehen die dann einfach vor, ganz klar. Hier gleich in dem Bereich, wo du jetzt schon die Riesen dran hast, gleich nochmal. Wenn du hast, Bogies zum Beispiel, gleich Kill oder die Barbaren, genau, die sind abgeschreckt oder beschäftigt. Genau, jetzt noch in dem Bereich, dass du dir das noch holst und dann eventuell hier noch Dunkles, aber nur wenn du hast und fertig. Wenn du die Möglichkeit hast. Jetzt haben wir gleich die 50. Zack, 50. Und da sehe ich aber noch mehr. Also ich würde sagen, da sind 80 drin. Mit den Truppen, die jetzt drin sind, würde ich sagen, sind 80 drin. Gucken wir mal. Vielleicht hast du sogar Glück, wenn die Riesen es richtig gut anstellen. Könntest du den Sack zumachen? Du hast aber noch ein paar Fallen. Da kommen jetzt Fallen. Ah, die sind sie gar nicht lang gegangen. Ich hätte gesagt, auf der rechten Seite kommen noch die Fallen. Aber 72, ja. Na, mal schauen. Mal schauen, was wir hier so haben. Jetzt kommen da garantiert Fallen. Garantiert nicht. ja, okay, nee, wurden schon ausgelöst. Hier sieht man ja hier die Gräber.
Nur mal so, by the way, ich habe vorher nicht reingeguckt, weil ich einfach es gar nicht gepeilt habe. 80%! 2% weg! Juhu! Ja. Ja, die, die es gesagt haben, ich meine, klar, wie gesagt, ich muss immer von Anfang an nochmal dazu sagen, ich war nie der, der da am meisten von COC verstanden hat und wie auch immer. Das ist vollkommen klar, aber mittlerweile habe ich doch schon ein bisschen aufgeholt. Also mittlerweile geht das schon. Dann soll es das erstmal gewesen sein, weil ich krieg sonst höchstwahrscheinlich wieder nicht hin, weil ich über die 20 Minuten wieder rüber bin. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag noch. Macht's gut. Ihr seid die Besten. Haut mal richtig fett rein. Bis dann.